Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Bundesinnenminister Schily stößt mit seinem Konzept für ein Zuwanderungsgesetz jetzt auch im Regierungslager auf Widerstand. Der Parteirat der Grünen verwarf die Vorschläge des Ministers heute als nicht zustimmungsfähig. Die Unionsparteien, um deren Zustimmung Schily gestern bei einem Treffen in Bayern geworben hatte, stellten Bedingungen für weitere Verhandlungen. Die Koalition müsse erst einen gemeinsamen Gesetzentwurf präsentieren. Für Freitag plant der Minister erste Gespräche mit den Grünen, um den Streit über die Zuwanderungspolitik zu entschärfen. Die Grünen haben ihre Haltung in Sachen Zuwanderung gefunden. In der Sache entschieden gegen Otto Schily, aber bereit zu verhandeln. Heute stellten sie einstimmig fest, dass gemessen an den Maßstäben, die wir formulieren, der Referentenentwurf in hohem Maße unbefriedigend ist, dass er in dieser Form für Bündnis 90 die Grünen nicht zustimmungsfähig ist. Es gebe für viele Einwanderer keine ausreichende Rechtssicherheit, so die Kritik. In der Frage des Nachzugsalters für Kinder falle Deutschland hinter europäische Maßstäbe zurück. Auch die Zukunft der rund 250.000 geduldeten Ausländer sei mehr als ungewiss. Otto Schily nimmt die grüne Kritik betont gelassen. Ich weiß, dass die Grünen im Moment kritische Äußerungen produzieren. Ich glaube aber, dass auch die Grünen erst einmal die Gespräche mit mir abwarten sollen. Gestern Abend hatte Schily sich bereits mit der Union zu Gesprächen getroffen. Die CDU signalisiert seitdem Kompromissbereitschaft. Wenn ich das, was Otto Schily gestern gesagt hat, tatsächlich zur Maxime dessen machen kann, was dann Gesetzentwurf der Bundesregierung ist, dann ist eine Einigung nicht ausgeschlossen. Sehr skeptisch dagegen nach wie vor die CSU. Wir haben ernste Zweifel, ob dem Schily wirklich mit dem Anliegen, die Zuwanderung zu begrenzen, ernst ist und ob er überhaupt diese Handlungsspielräume in der rot-grünen Koalition hat. Otto Schily hat ein Problem. Mit jedem Schritt in Richtung Union entfernt er sich einen Schritt von dem grünen Koalitionspartner. In gut 3 Wochen will er seinen Gesetzentwurf im Kabinett vorstellen. Kaum jemand glaubt, dass er in dieser kurzen Zeit sein Konsensdilemma wird lösen können. Bundesregierung und SPD haben sich heute demonstrativ hinter Verteidigungsminister Scharping gestellt und Rücktrittsforderungen zurückgewiesen. Regierungssprecher Heye sagte, man glaube der Versicherung Scharpings, keine Privatflüge auf Kosten des Bundes unternommen zu haben. Ein Antrag der Union, für morgen eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses einzuberufen, wurde am Abend von Bundestagspräsident Thierse abgewiesen. Rudolf Scharping von der Flugaffäre nach wie vor kaum beeindruckt. Von Rücktritt keine Rede. Er weist die SPD-Spitze hinter sich, auch wenn das Grummeln über die Instinktlosigkeit des Ministers anhält, hinter vorgehaltener Hand, auch in der eigenen Partei. Dann stelle ich fest, dass einige Leute versuchen, den Anschein von Druck zu erwecken. In dieser Situation weiß ich, wie der Bundeskanzler, wie Franz Müntefering, wie Peter Struck, wie Hans Eichel und viele andere sich geäußert haben, auch öffentlich. Das finde ich wohltuend, weil es Solidarität zeigt. Und dafür bedanke ich mich ausdrücklich. Und das war's dann auch. Mit knappen Worten ermahnte der Kanzler seinen Verteidigungsminister im SPD-Präsidium. Scharping solle künftig mit seinem Privatleben zurückhaltender umgehen. Der zeigte Einsicht und bedauerte die Ereignisse der letzten Tage. Damit wollen die SPD-Oberen die Sache erledigt wissen. Nicht aber die Opposition. Sie bekräftigte heute noch einmal ihre Rücktrittsforderung. Ein Mann, der seine Gedanken nicht mehr sortiert bekommt in einem solchen Amt, in einer so schweren Situation für die Bundeswehrsoldaten, der ist ein Sicherheitsrisiko für dieses Land. Die SPD nimmt das gelassen. Für sie ist die Affäre um den Minister abgehakt. Sorgen bereiten der Regierungspartei da schon eher die Abweichler in den eigenen Reihen. Eine Schlappe wie bei der Abstimmung über den Mazedonien-Einsatz soll es nicht mehr geben. Ich mache meine Partei darauf aufmerksam, dass ein solches Abstimmungsverhalten nicht möglich ist, nicht sein darf, wenn man denn Regierungspartei sein will. Die SPD-Führung will die Abweichler nicht abstrafen, aber sie auf Linie bringen. Am Donnerstag soll auf einer Fraktionsklausur über das weitere Vorgehen beraten werden. Aber schon jetzt mehren sich kritische Stimmen in der Partei. Sie wollen sich der Fraktionsraison um jeden Preis nicht beugen. Neuer Konfliktstoff für die SPD.
Unter scharfen Sicherheitsvorkehrungen hat heute bundesweit die Auslieferung des Euro-Bargeldes begonnen. Rund 2300 gepanzerte Transporter rollten zu den Banken und Sparkassen, um sie mit dem neuen Geld zu versorgen. Bis Ende Dezember müssen fast 72.000 Tonnen Münzen und mehr als 2,5 Milliarden Banknoten in die Kassen der Geldinstitute gelangen. Auch in mehreren anderen europäischen Ländern wurde der Euro auf den Weg gebracht. 70.000 Euro, das können wie bei diesem Münztransport zentnerschwere Lasten sein, zu deren Bewältigung man entsprechendes technisches Gerät benötigt. Oder aber auch nur wenige hundert Gramm, wenn es sich um große Scheine handelt. Bei letzteren sind allerdings die Sicherheitsprobleme wesentlich größer. Nur ein Beispiel von vielen, was die Transportunternehmen und Banken alles bedenken müssen, wenn es um die große Herausforderung der Erstversorgung mit dem neuen Bargeld geht. Selbstredend gibt es dies alles nicht zum Nulltarif. Die Herstellung des neuen Geldes haben zwar die Finanzminister bezahlt, den Transport zahlen Banken und Sparkassen. Und der wird wegen der gestiegenen Aufwendungen um gut 100% teurer. Die Kosten der Werttransporteure sind Mehrkosten, die wir neben vielen anderen Positionen an Kosten und Aufwänden in dem Projekt haben. Damit müssen wir leben. Wir haben keine Möglichkeit, dies in irgendeiner Art und Weise dem Kunden weiter zu belasten. Der Bankkunde zahlt also nicht. Die sowieso zurzeit schmalen Gewinnmargen der Geldinstitute aber verkraften zusätzliche Kosten kaum noch. Auch wenn sie, wie im Falle der Euro-Bargeldeinführung, schon seit längerem eingeplant sind und zu steuermindernden Bilanzposten führen. Analysten rechnen deshalb damit, dass die neuen Kosten die Rationalisierungsbestrebungen und damit den Stellenabbau im Bankgewerbe weiter beschleunigen. An den deutschen Aktienmärkten geht es weiter abwärts. Die Kurse der Standardwerte rutschen zwischenzeitlich auf ein Zweijahrestief. Und auch der neue Markt konnte sich nur knapp über dem Allzeittief von 992 Zählern behaupten. Der Vorstandssprecher der Deutschen Bank Breuer räumt indessen eine Mitschuld der Kreditinstitute am Kursdesaster ein. Sie hätten oftmals bei der Begleitung von Börsengängen, vor allem am neuen Markt, nicht genügend Sorgfalt walten lassen. Die USA und Israel haben ihre Delegationen von der Antirassismus-Konferenz im südafrikanischen Durban zurückgezogen. Grund war der Streit um den Wortlaut der Schlusserklärung. Darin wollten die arabischen Staaten das israelische Vorgehen gegen die Palästinenser als rassistisch verurteilen. Heute Abend platzte die Nachrichtenbombe in die UN-Konferenz. Die Amerikaner ziehen sich zurück. Diejenigen, die diese Konferenz für ihre Ziele hijacken wollten, haben ihr Ziel erreicht, erklärte der demokratische US-Abgeordnete Tom Lantos. Er selbst ist ein Holocaust-Überlebender. Die Angriffe arabischer Gruppen während der Antirassismus-Konferenz auf Israel waren zu viel. Die Amerikaner, die ohnehin nur eine zweitklassige Delegation entsandt hatten, warfen der Konferenz offenen Antisemitismus vor. Die Konferenz gegen Rassismus verhalte sich selbst rassistisch. Damit ist die dritte UN-Konferenz gegen den Rassismus zum dritten Mal am Nahostkonflikt gescheitert. Mit dem Abzug der Amerikaner fehlt dem UN-Gipfel das nötige Gewicht. Von deutscher Seite gab es bisher in Durban keinen Kommentar. Kurze Zeit später gab Israels Außenminister Peres in Jerusalem den Rückzug auch der israelischen Delegierten aus Durban bekannt. Die Antirassismus-Konferenz verurteilte er als bizarres Spektakel. Aus einem Treffen mit dem Ziel, Menschenrechte zu schützen, sei eine hasserfüllte Veranstaltung geworden, mit dem einzigen Ziel, Israel grundlos zu verurteilen. Der Prozess gegen die 8 in Afghanistan inhaftierten Entwicklungshelfer soll nach offiziellen Angaben morgen beginnen. Vertreter der afghanischen Botschaft in Pakistan erklärten, die Ermittlungen seien abgeschlossen. Die radikal-islamischen Taliban werfen den Mitarbeitern der Organisation Shelter Now christliche Missionierung vor. Die 8 Entwicklungshelfer, unter ihnen 4 Deutsche, könnten eine kurze Haftstrafe erhalten und dann ausgewiesen werden. Journalisten, Verwandte der Angeklagten und Diplomaten dürfen das Verfahren beobachten, so die Vertreter der afghanischen Botschaft. Nach 2 Tagen Unterbrechung debattiert das mazedonische Parlament wieder über den Friedensplan. Dabei geht es um das Rahmenabkommen für mehr Rechte der albanischen Minderheit. Von einer Zustimmung des Parlaments hängt es ab, ob die NATO das 2. Drittel der Waffen der albanischen Rebellen einsammeln kann. Bundesaußenminister Fischer und Bundesverteidigungsminister Scharping wollen in dieser Woche die deutschen Truppen in Mazedonien besuchen.
Die australische Marine hat heute die Flüchtlinge von Bord des norwegischen Frachters Tampa geholt. Ein Truppentransporter nahm vor der Weihnachtsinsel die mehr als 400, zumeist aus Afghanistan stammenden Menschen an Bord. Das Schiff ist inzwischen auf dem Weg nach Papua-Neuguinea. Sollten australische Gerichte nicht noch anders entscheiden, werden die Asylsuchenden von dort nach Neuseeland und in den kleinen Pazifikstaat Nauru geflogen. Der australische Truppentransporter Manuda hat Platz für 450 Passagiere, ein eigenes Krankenhaus. Er soll die Flüchtlinge nach Port Moresby bringen, der Hauptstadt von Papua-Neuguinea. Umschiffen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Als sich die Manuda dem Frachter Tampa mit den 430 Flüchtlingen nähert, erklärt Australiens Marine die Umgebung der Schiffe zur Sperrzone. Solche Boote transportieren die Flüchtlinge von einem Schiff zum anderen. Sie sollen Australiens Boden nicht betreten, dessen Regierung will ein Exempel statuieren. Der militärische Aufwand dafür hat schon 25 Millionen Mark gekostet, mehr als ein Jahr Unterbringung für die 430 Menschen. Von Papua-Neuguinea aus soll ein Drittel der Flüchtlinge nach Neuseeland fliegen, die anderen nach Nauru, eine winzige Pazifikinsel, wirtschaftlich und politisch vollkommen abhängig von Australien. Am Morgen versuchen Anwälte der Flüchtlinge vor einem Gericht in Melbourne die Umschiffung noch zu verhindern. Das lehnte der Richter zwar ab, aber der Prozess geht weiter. Die Manuda ist unterwegs, aber die Anwälte der Flüchtlinge fordern vor Gericht weiter deren direkte Aufnahme in Australien. 6 bis 10 Tage dauert jetzt die Fahrt nach Papua-Neuguinea. In dieser Zeit soll das Gericht sein Urteil fällen. Entscheidet es gegen die Regierung, dann muss das Schiff wieder umdrehen, zurück nach Australien. Es ist nicht sicher, dass die Odyssee jetzt wirklich bald zu Ende geht. Im Rhein-Main-Gebiet haben sich heute 4 Unternehmen zusammengeschlossen, um Arbeitsplätze flexibler zu gestalten und damit langfristig zu sichern. Die Deutsche Bank, die Gussa, Flughafenbetreiber Fraport und Lufthansa bieten ihren Mitarbeitern künftig an, für begrenzte Zeit in einem der anderen Unternehmen zu arbeiten. Die internen Stellenangebote werden vernetzt. Den 60.000 Angestellten wird ermöglicht, ihre Fähigkeiten anonym testen zu lassen. BMW muss den neuen Mini nachbessern. Bei 2 Fahrzeugen des jüngsten Modells war es beim Tanken durch statische Aufladung zu Bränden gekommen. Ein Massekabel und verbesserte Benzinschläuche sollen das Problem beheben. Die Rückrufaktion betrifft 7.000 in England gebaute Autos. Davon wurden 530 bereits an Kunden ausgeliefert. In Deutschland soll der nachgerüstete Mini am Samstag in den Handel kommen. Der ICE 3 der Deutschen Bahn hat heute bei einer Messfahrt von Wolfsburg nach Rathenow die Zulassungsgeschwindigkeit von 330 km pro Stunde übertroffen. Nach Problemen bei ersten Testfahrten durfte der moderne Hochgeschwindigkeitszug bisher lediglich mit 230 km/h fahren. 368 Stundenkilometer Höchstgeschwindigkeit für den schnellsten Zug Deutschlands. Nur 10 Minuten brauchte der ICE 3 nach dem Start in Wolfsburg, um diese Geschwindigkeit zu erreichen. Ab Dezember 2002 soll auf der ersten deutschen Hochgeschwindigkeitsstrecke von Köln nach Frankfurt fahren. Spitzentempo 330, Fahrzeit 59 Minuten statt bisher 2 Stunden 13. Eine weitere Hochgeschwindigkeitstrasse ist nach Aussage von Bahnchef Medorn zwischen Frankfurt und München geplant. Schneller sollen die Züge dort aber nicht fahren. Wir sagen als Ingenieur physikalisch, 330 ist eine gute Spitzengeschwindigkeit für den Zug. Darüber, man muss wissen, wir fühlen uns stark bis zu einer Reiseentfernung zu 700, 800 Kilometer. Danach fängt eigentlich an, das Flugzeug besser zu werden als wir. Rund 200 verschiedene Daten wurden heute erfasst. Von der Spurführung und Schwingungen bis zu Bremsen und den Achslagertemperaturen. Ende dieser Woche sind die Tests abgeschlossen. Den heutigen jedenfalls hat der Zug fehlerfrei bestanden. Und bis zum Jahresende soll dann auch die Freigabe des Eisenbahnbundesamtes vorliegen. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 4. September. Innerhalb von einer Woche sind die Temperaturen in Deutschland um 10 Grad gefallen. Morgen erreichen sie nicht mal mehr die 20-Grad-Marke. Und es wird vorübergehend noch etwas kühler. Grund? Das Tief zwischen Nord- und Ostsee führt frische Luft mit sich. Im Westen und Nordosten fällt in der Nacht Regen. Der Tag startet mit vielen Wolken. Immer wieder fallen kräftige Schauer und es gibt Gewitter. Sie entladen sich, weil kühle Luftmassen auf warme treffen. Erst am Nachmittag lockert es zwischen Baden-Württemberg und Emsland auf. Der Wind weht zunächst aus Südwest, dreht aber später auf West bis Nordwest. Er weht mäßig bis frisch, am Meer stark böiger Wind.
Heute Nacht kühlt die Luft auf 15 bis 10 Grad ab. Am Tag 19 Grad an der Spree und am Oberrhein, in den meisten Alpentälern nur noch 14 Grad. Und am Mittwoch dann nur noch 11 bis 19 Grad. In Südbayern regnet es besonders hartnäckig. Erst am Mittwochnachmittag klart es im Osten und Westen auf. Ab Donnerstag steigen die Temperaturen wieder leicht an. Es wird etwas freundlicher. Am Freitag ist es meist trocken.